Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Da vorne sehen wir Geiselnehmer, die Geiseln in ihren Griffeln haben und auch verprügeln. Und die wollen wir natürlich befreien. Und dem einen oder anderen wird schon aufgefallen sein, wir spielen immer noch auf der PlayStation 4. Das hat folgende Gründe, die ich euch nachher erläutern werde. Jetzt wollen wir uns aber erstmal dieser Geschichte annehmen. So, mal raus hier. Wir haben die Schrot parat, viel mehr haben wir noch gar nicht. Im Molotow ist da auch noch ein Köder, der uns jetzt nicht weiterhilft. Insofern... ein Wurfmesser könnte man natürlich auch mal ausprobieren, aber wisst ihr was, ich gehe jetzt nochmal hier mit der Schrot voran. So, und wir verstecken uns hier mal so ein bisschen. Wir sehen den Radius auf der Minimap. Ich freue mich ja, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch so kräftig bei Far Cry mitfiebert. Die Folgen werden jetzt ein bisschen anders. Ich werde das jetzt knallhart durchziehen, habe mich noch ein bisschen informiert auch über das Spiel. Doch dazu später dann mehr. Ich glaube, das Wurfmesser wäre hier eine clevere Alternative gerade. Sehr schön. Das ist nämlich jetzt nicht aufgefallen, dass ich den erledigt habe. Ja, man muss die Sachen ja auch nutzen, die einem zur Verfügung stehen. Das mache ich aber oft viel zu selten. So, da vorne haben wir noch eine weitere Wache. Warum zahlen die nicht? Warum bezahlt denn niemand das Lösegeld? Wir pirschen uns von hinten ran. Und schalten den Burschen so aus. Hi, ihr Drecksäcke! Hi! Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Könnt ihr haben, könnt ihr haben. Das ist eine Geisel, oh Backe. Das sind doch noch mehr Geiseln gewesen, als ich gedacht habe. Ich muss reagieren und die Burschen retten. Nichts da. Den habe ich. Und dich kriege ich auch noch. Bams. Schicht im Schacht. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den Goldenen Pfad, um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem Goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. Nach Lakshmana, Geiselrettung, Mission beendet. Sehr erfolgreich sogar. Es lief doch super. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten. Oh, sorry, das wollte ich nicht hören, was erstmal an. Statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht. Die gute Amita, da ist sie wieder am Meckern. Und wir sind gerade hier. Auch die nehme ich mal mit, die Wumme. Kann man nicht, kann ja nicht schaden eigentlich. So, jetzt haben wir theoretisch, ja, können wir mal mitnehmen, ganz ehrlich. Die Schrotflinte hat uns allerdings treue Dienste geleistet. Ich bin da natürlich ein bisschen forsch vorgegangen. Ein bisschen forscher, als ich erwartet hätte. Aber es hat ja funktioniert. So, jetzt wollen wir den einen da auch nochmal befreien. So, einmal halten zum Losbinden. Ich kann dir nur das hier geben. Ich danke dir, wenn ich doch nur mehr hätte. Ey, ist trotzdem völlig in Ordnung, Alter. AJ, AJ, AJ. Ja? Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Ich lach mich tot. Das war ein schlechterer Witz, als ich sie bringe. Ja, mal ganz ehrlich. Und die fahren da wieder über Stock und Stein. Ja, und ihr wundert euch vielleicht. Nicht so viel Glück. Ja, vielleicht haben wir nächstes Mal nicht so viel Glück. Also du wahrscheinlich nicht. Wir hoffentlich schon. Wir haben ja immer mehr Glück als Verstand hier bei Far Cry 4. So, aber das Ding ist definitiv, ich kletter mal jetzt zum Spaß hier hoch gerade. Es ist nämlich so schön heute, das Wetter hier. Aber da fällt mir auf, ich muss da noch ein paar Kleinigkeiten verändern. Ich mache ganz kurz mal einen kleinen Schnitt und bin sofort wieder für euch da. So, und da bin ich auch wieder zurück. Musste gerade einen kleinen Schnitt setzen, weil ich die Spielhelligkeit noch was optimieren wollte. Das war nämlich ein bisschen arg dunkel, weil YouTube ja auch abdunkelt. Und ich musste dafür warten, dass es noch ein bisschen dunkler wird, halt von der Umgebung her, sodass ich das ein bisschen besser optimieren kann. Ich glaube, jetzt ist die Helligkeit ganz gut. Sagt mir Bescheid, lasst es mich wissen. So, noch ein kurz ein paar Worte, warum ich immer noch auf der PlayStation 4 spiele. Das liegt daran, ja, ganz klar,
weil ich mich zum einen daran gewöhnen will und weil ganz ehrlich die Steuerung des Spiels echt für die PlayStation und die Xbox optimiert ist, also für Konsolen. Ich habe es auf PC gezockt, aber mit der Maus ist es da echt umständlicher als fast hier mit dem Analogstick. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, bleibst du doch einfach bei der Version. Oder? Findet ihr das schlimm? Ich weiß es nicht. Was zum? Der Drecksack. So kann ich auch noch ein bisschen trainieren. Du Drecksack. Mann. Doppeldrecksack. Okay, das wird eng jetzt. Raus mit den Kugeln. Alter, immer mit der Ruhe. Sind einige am Start gerade. Ich muss mal nachladen eben. Weiter. Yeah. Hätten wir den. Heieiei, da will ich gerade ein bisschen was erzählen. Dann geht's schon wieder los. So, die Typen sind down. Wir müssen unbedingt verkaufen, bevor wir irgendwie einen anderen Ort hier anreisen. Ja, mittlerweile haben wir echt gut Kohle gescheffelt. Das lohnt sich. So, und da vorne kommen unsere Freunde. Da vorne sind auch irgendwelche Kojoten. Ach, du heiliger Schnickschnack. Hier kommst du aber auch nicht weit in Far Cry. Da passiert ständig irgendwas. Da wäre ich ja mal froh, wenn ich irgendwie mal ankommen würde, ganz ehrlich. Oh, sorry. Oh! So, also, Sabal sagt, dass wir zu unseren Wurzeln zurückkehren müssen, um Kiran zu retten. Ich glaube, da könnte was dran sein. Hat nicht mal irgendwer gesagt, dass Religion Opium für das Volk ist? Tja, wenn Sabal nicht will, dass wir Drogen nehmen, muss er uns was anderes bieten. Okay, ich meine, war die schon mal auf einer Party, wo es hieß, kein Alkohol, keine Drogen, keine Musik. Und ihr denkt mir so, ey, was zum Teufel mache ich hier? Andererseits kenne ich auch ein paar wirklich religiöse Leute. Und die können in so einem Trance-Zustand geraten, dass man meint, die hätten was geschmissen. Vielleicht sind sie auch irgendwie... Ja, erzähl du mal. Ich auf jeden Fall will mal kurz zurück nach Bannerburg und da machen wir mal eine Schnellreise. Ganz ehrlich, hier Party ohne Drogen, pipapo. Der erzählt irgendwie wieder irgendwelche Geschichten, der Radiomoderator. Ach ja, der gute Mann. So, jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen darüber quatschen, warum... Hier PlayStation 4. Ich find's eigentlich ziemlich geil und ich will halt auch ein bisschen lernen, ein bisschen besser Shooter und Co. auf Konsole spielen zu können, weil irgendwie geht der Trend auch dahin. Das mag der ein oder andere als leider erfassen. Ich auch, ganz ehrlich. Muss ich mal sagen. Ich find's ein bisschen schade. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall ein paar schöne, schmucke, neue Sachen. Jetzt können wir einmal Munition nachfüllen. Ja, das machen wir mal eben. Und jetzt kann ich hier auch mal verkaufen, weil ich hier eine Heroindosis, die brauchen wir wirklich nicht. 5 Milligramm reines Heroin. Das verschachern wir jetzt. Das Shangri-Lager können wir auch verkaufen. Empfohlen wird auch hier wieder verkaufen. Kaugummi, ist mal gar nicht schlecht, aber ich glaube, unser AJ, der leidet nicht am Mundgeruch. Eine Sicherheitspfeife. Tibet Wolfsey heben wir uns natürlich auf, da können wir Upgrades mit herstellen. Obwohl ich ein Upgrade schon im Off hergestellt hatte, um das mal so ein bisschen zu probieren. Denn ich habe mich so ein bisschen auch mal schlau gemacht, um euch ja auch mehr bieten zu können bei Far Cry 4. Und hier auch noch ein bisschen Optimierung getroffen. Wobei ich sagen muss, mir gefällt die PlayStation-Version echt gut. Und ich finde, das geht absolut gut von der Hand. Natürlich auch, weil wir eine Zielunterstützung haben. Ohne die würde ich wahrscheinlich hier total eingehen. Das heben wir uns auch noch auf, das Fell. Hier können wir den Schlagring noch verschärfen, das Starthilfekabel. Können auch einfach einen Schnellverkauf machen eigentlich, ne? Ja. Dann haut er alle Gegenstände raus, die zum Verkauf empfohlen werden. Tibet Wolfsfell, wofür brauchen wir das denn noch? Ich meine, so viele brauchen wir davon sicherlich nicht. Verkaufen wir mal ein paar. So, 4, 3. So, und jetzt schaue ich mal ganz kurz. Einmal hier in die Fähigkeiten können wir zum einen schauen. Da haben wir auch was Neues bekommen. Das will ich natürlich auch nicht vergessen. Was haben wir denn da? Sehr gute Kondition. Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Damit hast du insgesamt 4. Ah, hier können wir auch noch einen Punkt investieren. Das mit dem Gesundheitsfeld finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich praktisch. Da kann man am Anfang eigentlich rein investieren. Ich weiß, der eine oder andere wird sagen, nimm doch mal ein bisschen ein paar andere Skills. Tod kommt von oben, Messerwurf, Takedown. Starte einen Takedown auf einen Gegner mit R3 und drücke dann R2, um sein Messer auf einen anderen Gegner zu werfen. Den kenne ich noch von früher. Das war ziemlich cool. Du blönderst Gegner automatisch, während du einen Takedown ausführst. Ist auch nicht schlecht. Um die Waffe beim Sprinten nachzuladen. Ziele und schieße mit deiner Seitenwaffe, während du deine Leiche bewegst. Fahrzeuge halten mehr Schaden aus, bevor du sie reparieren musst. Boah, ich finde Kondition ehrlich gesagt besser. Doppelt so viele Blätter von Pflanzen, bla bla bla.
Geschwindigkeit der Dinge. Heilspritzen erneuern 4 deiner Gesundheitsfelder. Auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, wisst ihr was, ich nutze das jetzt tatsächlich. Obwohl die kosten alle 2, das kostet nur 1. Wir haben 3 Punkte über. So, ich investiere hier mal gerade was rein. Ernter. Und den anderen heben wir uns vielleicht noch auf. Oder bewegliches Ziel. Das finde ich jetzt nicht so interessant. Aber das bewegliche Ziel wäre gar nicht so schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Nashornhaut. Ich gehe erstmal so ein bisschen auf Verteidigung. Weil Schaden machen wir eigentlich ganz gut. Habt ihr ja gesehen. So, und wir könnten theoretisch jetzt auch mal kaufen und verkaufen. Weil, ey, wir haben richtig viel Cashflow. 104.000. Obwohl, da geht noch einiges. Da geht noch einiges. Munition haben wir aufgefüllt. So, und jetzt können wir hier rausspazieren. Mit der Herstellung habe ich mich auch schon auseinandergesetzt. Machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wir haben auch schon einen neuen Gürtel. Und ich werde dann auf jeden Fall, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich schneide dieses Thema wahrscheinlich in dieser Folge öfter nochmal mehrmals an, werde dann aber immer wieder abgelenkt. Ich werde auf jeden Fall ein kleines Special machen zur PC-Version, um mal so die Grafik aufzuweisen, weil ich habe auch eine neue Grafikkarte. Die kriege ich jetzt hier im Moment. Die ist heute auch noch nicht da. Deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, gut, die ist jetzt doch später angekommen. Dann machst du einfach erstmal hier weiter mit der PlayStation-Version. Dann habe ich aber trotzdem auch mal die PC-Version angespielt, um mal so ein bisschen zu vergleichen direkt für mich. Und muss sagen, mit der Konsole geht's tatsächlich, und das hätte ich nie zu glauben vermagt, besser von der Hand. Und dass ich das mal sage, ist wirklich so eine Sache. Aber das Spiel ist einfach auch für die Konsole optimiert. So, und da wiederhole ich mich. Aktuelles Ziel, da sollen wir zum Außenposten. Das wäre die nächste Mission. Das markiere ich mir mal gerade, bevor ich mich hier wieder irgendwie verfranze. Und da werden wir jetzt auch mal hindüsen. Hier bergab, durch Kirat. Ein sehr schönes Örtchen. Und ich bin gespannt, was Lakshmana ist, also dieser Ort. Oder Lakshmana, oder wie das hieß. Ich weiß es gerade gar nicht im Kopf. Wo wir ja die Mutter hinbringen sollten. AJ, wir wissen, die Mutter scheint aus diesem Land zu stammen und wir ja irgendwie auch. Sind dann irgendwie aber in den USA aufgewachsen als Amerikaner. Was das wohl zu bedeuten hat. Es sieht jetzt auf jeden Fall nicht mehr so düster aus, wie es mal vorher aussah. Oh, hier muss ich abbiegen. Und da wollen mich wieder welche angreifen. Die können mich aber mal. Ich gehe hier querfeld ein. Kleine Rodeo-Drive-Session. Auf jeden Fall ist die Fahrzeugsteuerung natürlich auch mit dem Gamepad besser. Jetzt sagt der eine oder andere sicherlich, hey Alter, dann zock doch einfach die PC-Version mit Gamepad. Klar, müsste ich aber auch den ganzen Spielstand neu machen. Und mittlerweile haben wir ja schon ein bisschen was erspielt. Ist das also so lohnenswert, dass man das dann nochmal komplett neu macht? Die Außenposten kennt der eine oder andere von euch sicherlich noch aus Far Cry 4. Du erkennst feindliche Außenposten leicht an den weithin sichtbaren schwarzen Rauchsäulen in der Spielwelt. Befreist du einen Außenposten, ohne Alarm auszulösen oder entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen XP-Bonus. Also, am besten richtig ruhig vorgehen. Wird eh nichts, sage ich euch jetzt schon. Jeder befreite Außenposten schaltet einen neuen Unterschlupf und neue Aufgaben frei. Interessant. So, erstes Ziel ist natürlich wie immer, wir nehmen den Laden erstmal unter die Lupe. Das ist jetzt so der erste Außenposten. Die können wir natürlich auch im Coop uns organisieren. Viele haben in die Kommentare geschrieben, auf die ich natürlich auch immer eingehen gerne. Oh, ein Elefant. Das ist eine gute Sache. Wir können theoretisch den Elefanten erschrecken irgendwie. Wo wir beim letzten Mal schon nicht das Tier genutzt haben. Und das sind verdammt viele Gegner. Da vorne sehen wir ein Alarmsystem. Und Leute, die da weggeschleppt werden. Was geht denn da? Die Schergen von Pagan Min. Und hier haben wir den Elefant. Wenn ich dem in den Hintern schieße mit dem Bogen, macht das zu viel Schaden? Vielleicht rastet der dann aus und haut die völlig um. Und wir müssen uns gar nicht mehr anstrengen. Da ist auch noch irgendein Käfig. Allerdings nichts drin. Da hinten den Feind hatte ich noch nicht ausgemacht. Und ich kann nicht einsehen, wie viele jetzt da hinten sind. Freunde. Jetzt haben wir natürlich auch den Bogen nicht wirklich aktiv. Aber das Wurfmesser... Was hat das denn für eine Reichweite? Treffe ich den von hier mit dem Wurfmesser? Ich probier's. Und ab geht die Post. Sehr schön. Das schauen wir uns jetzt von hier oben an. Mega geil. Wie der Elefant da durchzimmert. Da vorne muss ich aufpassen, dass uns der Feind nicht entdeckt. Yeah. Die Elefanten neu in Far Cry 4. Die gab's ja in Far Cry 3 so in der Form nicht. Alter Schwede, ich frag mich, wie viel der Elefant aushält. Ja,
jetzt ein bisschen der schlechter Blickwinkel. Aber da sehen wir wieder die volle Ladung Action mit dem Herrn Elefant. Alter, wenn er... Oh, das ist ja ultra geil. Also das kriegt von mir einen fetten Like. Das ist richtig nice. Was so ein Elefant wegmacht. Der hält aber schon übertrieben viel aus, oder? Okay, der hat sie alle umgenannt. Den Elefanten, Mann. Yeah! Was? Dafür gibt es so eine Bronzetrophäe? Ich habe das perfekt gelöst, meiner Meinung nach. Wie hätte man es denn besser machen sollen, als den Elefanten einsetzen und nicht mal sich die Hände schmutzig zu machen, um diesen Außenposten zu befreien? Es lief doch super glatt. Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ, aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke, ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es, Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganmin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganmin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Akt 1 beendet. Na, das wurde jetzt aber auch mal Zeit. Dass wir mal vorankommen. Sehr schön. Zerstöre Käfige, um gefangene Tiere zu befreien und Gegner abzulenken. Wir können noch mal einen Blick auf unsere Fähigkeiten werfen. Haben nämlich ein paar Punkte wiederbekommen. Das trifft sich doch ganz gut. 3 Stück wieder an der Zahl. Springe oder falle auf einen Gegner unter dir und führe einen tödlichen Takedown aus. Das ist schon ziemlich geil. Also mit den Takedowns, das lohnt sich eigentlich. Messerwurf-Takedown finde ich natürlich auch nicht übel. Und drücke dann R2. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Oder? Oder welchen Takedown sollen wir nehmen? Welche Skills sollen wir überhaupt nehmen? Schreibt's in die Kommentare. Ich schaue da immer fleißig rein. Und freue mich eh, wie gesagt, dass ihr so fleißig mitmischt. Tod von oben. Also es gibt so viele Skills. Wir können das natürlich auch noch erweitern. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was danach kommt, ne? Oh, eine klimmbare Kante. Ah, das Problem ist, sowas nutze ich. Ich bin ja so ein Hampelmann, der immer eher gerne eher drauf sappt. Aber ich sollte mich vielleicht daran mal mehr gewöhnen. Ich glaube, ich nehme den Tod... Nee, ich nehme den Messerwurf-Takedown. So, ich übernehme die volle Verantwortung. Im Coop-Modus spielen. Ja, Coop-Modus ist jetzt freigeschaltet. Sehr geil, finde ich super. Und den werde ich sicherlich auch nochmal anzocken. Aber das wird noch ein bisschen dauern, Freunde. Erstmal gibt es jetzt hier Far Cry 4 im Singleplayer. Das mache ich ähnlich wie bei Assassin's Creed Unity. Da bin ich noch gar nicht sicher, wie wir da vorgehen werden. Aber es werden auf jeden Fall Videos zum kooperativen Spielmodus kommen. Darauf könnt ihr euch sicherlich freuen. Aber im Moment gibt es ja reichlich Videos. Und super viele Leute sagen mir halt auch schon, Saraza, ich komme kaum noch hinterher. Ich komme kaum noch weiter hier. Du machst so viele Videos im Moment. Wie soll man die denn bitte alle schauen? Und wisst ihr was, das kann ich auch nachvollziehen. So, das sieht doch eigentlich ganz freundlich hier aus. Können wir uns jetzt erstmal hier umschauen. Der Außenposten, den wir übernommen haben. Sind schon Leute vom Goldenen Pfad jetzt am Start? Ich würde da jetzt nicht reingehen wollen. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und Ihre Positionen ändern sich nie. Hey, ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder?
danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ich schulde dem Goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, solange du hier bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos. Das kann ja interessant werden hier zwischen Sabal und Amita. Entscheidungen, Machtverhältnismissionen sind äußerst wichtig für den Goldenen Pfad. Aber Amita und Sabal haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit beiden Anführern und wähle, wen von ihnen du unterstützt. Deine Entscheidung wird zu einer gänzlich unterschiedlichen Mission führen. Auf diese Weise sorgst du auch in den kommenden Missionen für neue Missionsziele und bestimmst, wer bis zur nächsten Machtverhältnismission Anführer des Goldenen Pfads ist. Oh, Backe, liebe Freunde. Und da seid natürlich auch ihr gefragt. Bei diesen ganzen Entscheidungen, von denen es jetzt reichlich gibt. Schauen wir uns hier gerade nochmal um. Heiliger Bimbam. Amita oder Sabal? Wem sollen wir helfen? Wen sollen wir jetzt hier in nächster Zeit unterstützen? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wen ihr unterstützen würdet. Da gibt es also heute viele Fragen. Elefantenkill. Und obendrauf, ja, PlayStation oder PC. Was haltet ihr davon, wenn wir auf der PlayStation weiterzocken? Da gibt es diverse Optionen. So, wir können uns jetzt entscheiden. Wähle Amitas oder Sabals Mission. Ich muss mich ja jetzt nochmal irgendwie entscheiden. Und für wen wir uns entscheiden, das erfahren wir in der nächsten Episode von Let's Play Far Cry 4. Und natürlich seid auch ihr gefragt, für wen würdet ihr euch entscheiden? Sabal oder Amita? Schreibt's in die Kommentare. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Far Cry 4. Vielen Dank fürs Zuschauen.